Große Überraschung für die Knirpse des GSC 09. Vor ihrem Training am Montag bekam die G-Mannschaft Besuch von Mitarbeitern der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Geschäftsführer Jürgen Schmidt überreichte den Kindern einen Satz nagelneuer Trikots. Da machte das anschließende Training gleich noch einmal doppelt so viel Spaß. Conny Reichelt stellt die Mannschaft vor. Also wir trainieren immer montags von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr hier in der Kongresshalle. Es sind alles Kinder des Geburtsjahres 2011. Das ist jetzt die jetzige G1 des Güstrow SCs. Wir spielen im Herbst 2 Kreisturniere draußen auf dem Feld, 3 nochmal im Frühjahr nächsten Jahres. Und in den Wintermonaten sind wir viel auf Turnieren unterwegs. Unter anderem machen wir auch ein eigenes hier, wozu wir dann auch andere Mannschaften einladen, zu denen wir vielleicht auch eingeladen sind. Im nächsten Sommer rücken die 12 Kinder in die F-Jugend auf und nehmen dann auch am regulären Spielbetrieb teil. Die Wohnungsgesellschaft hat nicht erst durch die Trikotspende bewiesen, dass sie ein Herz für den Fußball in Güstrow hat. Unterstützung leistete das Unternehmen schon durch Bandenwerbung, beteiligte sich an der Finanzierung des Kunstrasens und unterstützt regelmäßig das Scheidemann-Turnier. Das findet übrigens am 13. Januar in der Sport- und Kongresshalle statt und ist ein erster Höhepunkt im Jahr 2018. Der GSC 09 hat gegenwärtig über 20 Mannschaften im Spielbetrieb. Besonders erfolgreich ist zurzeit die erste Männermannschaft, die an der Spitze der Verbandsliga steht.